SWR hat im Dreiländereck in Lörrach ein Regionalbüro und seit Montag können die Kollegen dort wieder wirklich auch aus drei Ländern berichten. Die Grenzen sind wieder auf, das ist gleich wieder ein ganz anderes Lebensgefühl. Laura Könzler berichtet seit mehr als 20 Jahren aus dem Dreiländereck und für sie persönlich ist das natürlich Heimat und Arbeitsplatz zugleich. Laura steht jetzt für uns im Dreiländereck an der Grenze. Laura, wie sehr atmest du persönlich auch auf, dass diese Grenzen nun endlich wieder offen sind? Ja, ich atme natürlich sehr auf und auch durch. Die 3 Monate, das war jetzt schon eine lange Zeit. Ich bin jetzt hier direkt an der Grenze zur Schweiz. Und jetzt können die Schweizer wieder kommen, die Franzosen können wieder kommen nach Weil am Rhein zum Einkaufen. Und es ist gleich ein ganz anderes Lebensgefühl. Schokolade kaufen gehen in Basel oder einfach einen leckeren Käse im Elsass, das ist jetzt alles wieder möglich. Wie erlebst du denn die Menschen um dich herum? Wie groß ist der Ansturm auf das jeweils andere Land, der Austausch? Ja, der Ansturm der Schweizer hier nach Deutschland ist relativ groß. Die Schweizer machen ja sonst auch 1/3 des Umsatzes im Handel hier aus. Die Franzosen sind ein bisschen weniger. Die Schweizer kommen jetzt vor allem nach Weil am Rhein, weil sie sich ihre Pakete abholen. Nämlich die lassen sie nach Deutschland schicken, sparen dadurch die höheren Portokosten in die Schweiz. Und da stehen die wirklich Schlange und müssen lange warten, bis sie endlich ihre Pakete abholen können. Sachen, die sie sich irgendwo online bestellt haben. Also hier ist schon wieder ziemlich viel los. Am Wochenende soll es sogar so stark werden wie an einem Adventswochenende. Also die Stadt Weil am Rhein hat sich schon darauf vorbereitet und wird extra Ordner bereitstellen, die dann hier den Verkehr regeln und die Verkehrsflüsse und wahrscheinlich auch den Einkauf regeln, sodass es hier nicht zu chaotisch wird. Also wirtschaftlich, für den Handel ist es natürlich wichtig, dass die Menschen zueinander kommen, menschlich sowieso, aber auch politisch war es jetzt höchste Zeit, oder? Politisch war es allerhöchste Zeit. Am Montag hat sich hier der Oberbürgermeister zum Beispiel mit der Präsidentin des Departements Haut-Rhin aus dem Elsass getroffen und auch die Landrätin hier vom Landkreis Lörrach. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die haben Tränen in den Augen gehabt. Vielleicht war das auch nur mein Gefühl, dass ich so am liebsten alle hätte umarmen mögen, aber das ging natürlich nicht wegen der Abstandsregel. Aber sowas, wie es die letzten 3 Monate gab, das möchte man hier eigentlich nicht mehr erleben. Warst du denn schon selbst in der Schweiz oder in Frankreich? Ja, ich war gestern Abend, war ich direkt in der Fondation Bayerler. Das ist ein herausragendes Kunstmuseum direkt in der Nachbarschaft zu Lörrach. Das ist das eine, aber was ich am tollsten fand, ich konnte mit dem Fahrrad hinfahren. Mein Fahrrad wieder zurückfahren und das werde ich auch am Wochenende genießen. Ich werde wieder eine Fahrradtour durchs gesamte Dreiland machen können, rüber ins Elsass, vielleicht einkaufen gehen, Kaffee trinken in Basel und dann wieder zurück nach Lörrach. Ich glaube, so wird mein Wochenende aussehen. Hört sich nach einem guten Plan an, Laura. Vielen Dank und liebe Grüße ins Dreiländereck in unser Regionalbüro nach Lörrach. Dankeschön.